Experience the latest in virtual reality from Bethesda. PlayStation VR, virtual reality. To enjoy VR in their own home. PlayStation VR owners. PlayStation VR, PSVR. How does it feel to be in Gear VR? VR. Core of VR. Minecart rides in VR. VR. ELS VR. Flying in VR. Demo in VR. VR is about more than just technology. VR. VR, VR systems. And I peed a little. We are VR. Der offensichtliche Tonus dieser E3. We are. Gibt aber auch einen Haufen guter Spiele. Und das hier ist meine Liste. Meine Highlights. Voraussetzung für diese Liste ist allerdings, dass nur Spiele drauf sind, die auch wirklich dieses Jahr erst angekündigt wurden. EA kam mit so einem Titel ums Eck, der sich Fee nannte. Für mich sieht er so ein bisschen aus wie Ori and the Blind Forest in 3D mit Open World, aber nicht ganz so bunt. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, aber der Entwickler Fred meint, das Spiel nimmt einen nicht an die Hand, sondern lässt einen selbst erkunden und selbst herausfinden, was überhaupt so abgeht und was man hier eigentlich machen soll. Also irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass sich das Ganze am Schluss so ein bisschen wie Journey anfühlt und dann ist das wirklich eine Spielerfahrung, auf die ich echt Bock hätte. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Sie haben um 9 Uhr einen Termin in Alex' Büro. Für diesen Termin ist keine Dauer vorgesehen. Bethesda kam dann mit einem Reboot von Prey daher. Also Reboot, wenn ich es richtig verstanden habe. Im Original Prey geht es darum, dass man irgendwie in einem UFO entführt wird und dann seinen Großvater und seine Freundin befreien möchte und dabei eben dieses Raumschiff erkundet und gegen Aliens kämpft und deren Waffen benutzt und so. Und ich fand das ganz abgefahren. Da gab es auch so Gravitationsspielchen und lauter so Zeug. Und wenn jetzt der Reboot in eine ähnliche Richtung geht, ja, dann ist das schon was, was ich gerne spielen würde. Oh, heavens no. Ich bin großer Fan von den American McGee's Alice-Teilen und dementsprechend sagt mir mit dieser leicht morbiden und doch irgendwie verspielten Art We Happy Few natürlich extrem zu. Wenn ich mir vorstelle, dass man da in so einer Welt ist, die irgendwie super hart überdreht ist und in der jeder auf harten Drogen ist und man aber währenddessen die ganze Zeit mitkriegt, was da eigentlich abgeht, ja, dann finde ich das bestimmt ganz lustig. You are off your joy. Take one of mine. Oh my lord. He's a downer. Call security. We've got a downer. Ich kann überhaupt nichts damit anfangen, aber Death Stranding, ja, das wird schon irgendwie gut. Das kann ja eigentlich. Norman Reedus, großer Fan seit dem blutigen Pfad Gottes und, Kojima Productions, offensichtlich macht er jetzt auf, was er Bock hat. Ey, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich weiß nicht, was es wird. Ist es ein Survival-Horror? Ist es irgendwas ganz anderes? Wir werden sehen. Aber auf jeden Fall bin ich gehypt. So als Honorable Mention hinten raus noch, dass Microsoft es endlich hinbekommen hat oder hinbekommen möchte, dass man Spiele auf jeder Plattform spielen kann, also Xbox One und Windows 10, wenn man sie einmal gekauft hat, finde ich großartig. Da habe ich ja ewig schon drauf gewartet. Das ist ja absolut hirnrissig gewesen, das nicht so zu haben. Vor allem, wenn man endlich cross-plattformmäßig spielen kann. Und was das angeht, keine Ahnung. Ich für meinen Teil finde, wir sind da noch nicht so ganz da, wo wir hinwollen, glaube ich. Diese ganzen Spiele, die da gezeigt wurden, waren gerne mal so
Shooter-artiges Krams, was aber irgendwie alles nicht besonders fett aussah, fand ich. Vielleicht wirkt das fett, wenn man es auf der Nase hat. Aber 400 Flappen? Am Ende des Tages, Capcom, darf Resident Evil auf gar keinen Fall zu so einem bekackten Showcase-Dreck werden und irgendwie nur so ein Jumpscare-Scheiß. Dann werde ich mich echt sauer. Dann bin ich irgendwie echt sauer. Sie sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten, dann klappt das. Irgendwann kommt da dann der reißende Absatz. Sie sagen, schmied dein Glück, solange es heiß ist. Na los, du blödes Universum, dann beweis es.